Klaus Schwertner ist uns jetzt zugeschaltet. Er ist der Caritas Generaldirektor. Grüß Gott, Herr Schwertner. Hören Sie uns schon? Ja, grüß Gott. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen? Es ist eine sehr dramatische Situation, die sich heute Nacht in Lesbos im Camp Moria abgespielt haben. Es hat in den letzten Monaten ja immer wieder kleinere Brände im Camp gegeben, das völlig überfüllt ist. Es sind zuletzt 12.600 Menschen vor Ort gewesen in einem Camp, das für 2.800 Menschen ausgelegt ist. Ich habe heute mit Betroffenen gesprochen, aber auch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort auf Lesbos. Die Situation ist zur Stunde noch sehr unübersichtlich. Tausende Familien, auch mit kleinen Kindern, irren momentan herum in den Olivenhainen rund um das Camp, aber auch in Richtung Mytilini, der Hauptstadt, in Richtung Hafen. Die Europäische Union hat ja Griechenland jetzt schon finanzielle Unterstützung zugesagt. Es sollen einige hundert, vor allem die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, sofort evakuiert werden. Und das ist ein erster, aber wichtiger Schritt. Herr Schwertner, Sie haben heute bereits harsche Kritik an der Regierung geübt. Was wären denn Ihre Forderungen, Ihre Wünsche, dass die Bundesregierung angesichts dieser Lage auf Lesbos jetzt unternimmt? Also der evangelische Bischof Kalupka hat davon gesprochen, dass es eine Katastrophe mit Anlauf ist. Das heißt, sind in den letzten Wochen, Monaten, in Wirklichkeit in den letzten Jahren immer wieder Hilfsappelle ausgesprochen worden, auch von uns als Caritas, aber von vielen in Österreich, aber auch auf europäischer Ebene, dass die humanitären Zustände, die wirklich eine Katastrophe waren, bis zuletzt gelöst gehören. Im ersten Schritt mit einer Evakuierung der Camps auf den griechischen Lagern. Und es ist erfreulich, dass die österreichische Bundesregierung hier Hilfe vor Ort zugesagt hat. Das hat es ja schon in den letzten Wochen gegeben, diese Zusagen auf der einen Seite mit Containern, die zur Verfügung gestellt wurden, und auch finanzielle Mittel, um die Situation vor Ort zu verbessern. Klar ist aber auch, es gibt eine breite europäische Allianz, die sich dafür ausgesprochen hat, mehrere EU-Mitgliedstaaten, die bereit sind und es in der Vergangenheit schon waren, eine überschaubare Anzahl an Familien und Kindern aufzunehmen, vor allem auch kranke Kinder. Österreich hat da bisher keinen Beitrag geleistet und das ist der dringende Appell noch einmal an die Bundesregierung, hier gerade angesichts der dramatischen Situation durch den Brand, hier eine überschaubare Anzahl von Familien und Kindern aufzunehmen. Wenn man sich innerhalb Österreich umhört, dann hat es zuletzt ja die Initiative der Stadt Wien gegeben, gemeinsamer Antrag im Landtag von SPÖ, NEOS und Grünen, aber auch zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in anderen Bundesländern und auch ÖVP-Bürgermeisterinnen übrigens, die sich bereit erklärt haben, eine überschaubare Anzahl von Familien und Kindern aufzunehmen. Ich denke an den Bürgermeister von Lustenau, von Neumarkt in Oberösterreich, Bad Ischl, Trumauer in Niederösterreich. Also hier gibt es in Österreich eine lange humanitäre Tradition. Und es ist klar, nicht jede und jeder, der Asyl beantragt, wird auch Asyl erhalten. Darum geht es gar nicht. Aber es muss gleichzeitig möglich sein, Grenzen zu schützen und auch Menschen zu schützen. Sie haben es angesprochen, es geht in Wirklichkeit um eine überschaubare Zahl von Kindern, Jugendlichen, Unbegleiteten, vielleicht auch mit Familien, aber jedenfalls eine überschaubare Zahl. Was glauben Sie denn, was hindert die Bundesregierung daran, eben die paar Kinder aufzunehmen? Warum wehrt sich die Bundesregierung so vehement, ein paar wenige Kinder und Jugendliche, Unbegleitete, vielleicht mit Familien hier in Österreich aufzunehmen? Also ich bin jetzt mittlerweile seit über 12 Jahren bei der Caritas tätig und beobachte das Thema Asyl und Menschen auf der Flucht über einen langen Zeitraum. Und es hat immer wieder Tendenzen gegeben, das Thema auch politisch zu instrumentalisieren, Stimmung zu machen mit dem Thema oder auch vermeintlich Stimmen zu machen. Aber hier geht es um ein Gebot der Menschlichkeit und nicht um Politik. Es geht um die humanitäre Tradition Österreichs. Ich habe es bereits erwähnt. Und hier wäre es wichtig, dass Österreich einen Beitrag leistet. In der Vergangenheit, das muss man auch anerkennen, es ist heuer 5 Jahre Flüchtlingskrise 2015, hat Österreich, Deutschland und Schweden sehr viel bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen geleistet. Gleichzeitig wäre es eine überschaubare und leicht lösbare Aufgabe mit ein bisschen politischem Willen. Ich würde mir wünschen, wir würden uns als Caritas wünschen, dass dieser Beitrag jetzt rasch geleistet wird und er wäre leicht bewältigbar.
Die Caritas ist ja seit langem schon in Griechenland im Einsatz. Wie sieht denn da momentan Ihre Arbeit aus? Also wir versuchen gemeinsam mit Partnerorganisationen, unter anderem mit der Caritas Hellas, aber auch mit Ärzte ohne Grenzen, Nothilfe zu leisten. Das machen wir schon über längere Zeit, jetzt intensiver nochmal in den letzten Monaten. Ich war selber ja vor Ort Anfang März, auch in Camp Moria, aber auch in Athen und in Flüchtlingslagern am Festland. Und ich habe damals wirklich auch gesehen, wie dramatisch die Situation ist, von den hygienischen Bedingungen bis zu dem, dass Familien mit kleinen Kindern auf engstem Raum in Notbehausungen leben, dass die Wasserversorgung mehr als dürftig ist, dass sich Menschen stundenlang fürs Essen oder fürs Duschen anstellen müssen und dass gerade jetzt in den letzten Tagen die Situation sich nochmal zugespitzt hat durch die Covid-19-Fälle, die es zuletzt auch im Camp Moria gegeben hat. Einige Dutzend positiv getestete Personen und die monatelange Ausgangssperre, die es ja schon in den Lagern gegeben hat, aufgrund von Corona. Wir versuchen Nothilfe zu leisten mit Hygieneartikeln, mit Wasserversorgung auf mehreren griechischen Inseln, auf Lesbos, auf Chios, auf Samos, aber auch gemeinsam mit der Caritas Hellas in Athen und um Athen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu finanzieren. Das ist nur möglich mit Spenden und das ist auch der Grund, warum wir aktuell aufgerufen haben, dass die Österreicherinnen und Österreicher, die in der Vergangenheit hier schon viel geleistet haben, einmal mehr auch Zivilcourage zeigen und mit Spenden diese Hilfe möglich machen. Herr Schwertner, abschließend vielleicht noch die Frage, von wem der beiden beteiligten Regierungsparteien, der christlich-sozialen ÖVP oder der vielfach selbsternannten Menschenrechtspartei, die Grünen, sind denn eigentlich Sie oder die Caritas mehr enttäuscht, wenn es darum geht, eine überschaubare, wie Sie gesagt haben, Zahl an Kindern in Österreich aufzunehmen und das eben nicht passiert? Ich habe da vor wenigen Tagen auch eine öffentliche Diskussion mit dem Bundeskanzler gehabt und da ist mir eine sehr ähnliche Frage gestellt worden. Es geht gar nicht um eine persönliche Enttäuschung, sondern es geht darum, dass es ein Gebot der Menschlichkeit ist, dass man sich immer wieder fragen muss, darf so etwas auf europäischem Boden passieren? Warum wird hier so lange zugeschaut und wie können wir unsere europäischen Werte, auch unsere österreichischen Werte entsprechend noch ernst nehmen, wenn wir sie wenige Kilometer entfernt an der EU-Außengrenze nicht ernst nehmen. Klar ist, es braucht den Schutz der Grenzen, es braucht aber auch den Schutz der Menschen und das ist momentan das Gebot der Stunde.